Hey, liebe Leute, hier ist wieder euer Crush4TheFig18 zurück bei Let's Play Pokémon Xenoverse. Tja, wir haben den letzten Part jetzt den Wald, bei dem wir gestrandet sind, bisschen genauer erkundet und dabei zwei Orte festgestellt, die wichtig scheinen, und einen davon können wir noch gar nicht richtig erkunden. Und wir haben versucht, das Mädchen zu verfolgen, aber ja, haben es jetzt aus den Augen verloren. Beziehungsweise wird jetzt wahrscheinlich nur ein Ort auftreten, also eine Stelle auftreten, zu der wir erst später hinkommen. Nehme ich mal an. Werden wir sehen. Wenn ich erstmals wieder die Gelegenheit habe, hier zurückzukommen, dann werde ich den natürlich nutzen. Bis dahin werden wir jetzt erstmals mit der Story mal vorangehen und das Lapras hier heilen mit der Spezialmedizin, die wir von Taraxo bekommen haben. Bitte sehr. Hey, vielleicht wird Lapras jetzt unser Teammitglied, das wird auch cool, aber ich hatte schon mal Lapras als Teammitglied und vor allem will ich ja wie gesagt nur neue Pokémon nutzen, weil hier Tromborg, glaube ich heißt es, ist er nur ein temporäres Teammitglied. Aber es ist wirklich ein cooles, muss ich sagen. Geist Pflanze und auch recht stark. Glaube ich, ist auch bei vielen Fans beliebt als Competitive Pokémon. Lapras has got its health back. It's asking you to get on its back. Would you like to do that? Yeah. It seems to wants to take you somewhere. Und da steuere ich jetzt nicht automatisch. Das ist die SS Comet! Oh, Alter. Die sieht jetzt schon so extrem beschädigt aus. Boah, die Musik. Die hat mich jetzt gerade gerissen. Und hier gibt's wilde Pokémon? Ein Slimer. Die haben sich also wilde Pokémon auch noch eingenistet. Sind da auch noch welche? Ja, selbst bei der Heilstation. Oh nein, Zubat auch noch. Aber gut, dann schaue ich mich mal, ob es auch noch neues Pokémon auch noch oben drauf gibt. Ah, ein Schutz. Oh, die Musik, ey. Okay, leer. Haben überhaupt Leute überlebt? Ich hoffe, die sind alle davon gekommen. Irgendwie. So was ist nicht zum Spaßen. Wirklich nur Slimer und Zubat? Wenn auch was anderes dazwischen auftauchen könnte. Dann kommt nur Slimer und Zubat. Es taucht nichts anderes auf, also ich glaube fast wir lieber weitergehen, ne? Oder es taucht ein anderes Pokémon wirklich nur sehr, sehr sau selten auf. Und ich habe bislang immer noch Pech, dass ich ihn nicht begegnen darf. Die Musik, ey. So richtig unheimlich. Aber gut, wir sind jetzt in ein praktisch Geisterschiff. Ich meine, das ist jetzt schon so extrem schäbig, da weil es ist gerade erst, attackiert worden. Und trotzdem guckt sich das einer an. Es sieht schon aus, als wäre es jahrelang die ganze Zeit herumtreiben. Es ist schon jahrelang so in diesen Zustand versetzt worden ist. Also, in einen Zustand, als wäre es schon jahrelang, ein Geisterschiff. So in dem Sinne. Meine Fresse. Meine Fresse, ey. Okay, das muss die Kapitänskajüte sein, oder? Kommen wir überhaupt noch runter irgendwie? Vielleicht sollte ich mich dazwischen noch schnell heilen, wenn ich schon dabei bin. Och. Das kann noch was werden. Also es gibt ja nur Zubat und Slimer. Wirklich schade, dass es da nicht noch mehr gibt. Ja, ein weiteres Mal Geld vergeuden. Ja, ist
nicht unbedingt vergeuden. Ich heile wenigstens dafür mein Pokémon, aber... Ja, das ist auf jeden Fall auch eine schöne Challenge, dass man da zur Abwechslung mal keine Gratis-Pokémon-Center hat. Also, ich finde... Das wurde wahrscheinlich wirklich aufgrund der Tatsache gemacht, weil ja... heutzutage wirklich nur noch sehr, sehr einfache Pokémon-Spiele gibt. Schon seit der 6. Gen. Ist alles nur noch für extremst vereinfacht worden. Und das kann schon wirklich einen auf den Keks gehen, aber sowas von. So, jetzt schauen wir mal. It's a strange presence behind this door. Na schön. Meine Pokémon sind bereit dafür. So, alle. Mal rein da. Und ist das? One in the middle seems to be their leader. It's an axe Pokemon. It is clearly annoyed and friendly gets closer. Oh, what the hell? Das ist ein Geist, Tohaido. Oh, shit. Das nächste axe Pokemon. Ein Tohaido. Da bin ich gerade wirklich sehr, sehr im Nachteil gerade. Aber gut, ich kann es probieren. Ich bin trotzdem auch sehr, sehr effektiv. Mit Grass Knot, das müsste eigentlich reinhauen. Ausgesetzt, es verwirrt mich vorher. Level 15 sogar ist. Nein, come on! Lass es doch mich. Oh nein! Phantom Force? Mann, jetzt hör auf, dich selbst zu verletzen! Ich hasse das! Naja, stimmt, ich habe keinen Heilungsgegenstand mehr. Ich hasse das wie die Pest, dass das ständig... Aber gut, es setzt eine nette Geistattacke ein. Da muss ich zu meinem Normal-Pokémon wechseln. Ist das eigentlich die Attacke von, Sag schon, das ist doch eigentlich die Attacke von... boah, jetzt habe ich den Namen... Ja, Giratina. Giratina ist es eigentlich. Giratina ist Spezialmove. Dass er das auch noch drauf hat. Hey. Da muss ich jetzt mal zuschlagen können. Donnerwelle! Ach komm, leck mich doch! Bitte! Setz dich durch. Setz dich durch, Mann! Boah, was? Die Hälfte? Bist du des Wahnsinns? Bitte verwirre es. Ah, Gott sei Dank. Paralysiere es endlich mal. Oh, shit. So. Donnerschock. Das ist ordentlich wehtut. Das Cursed Body? Ach man, was? Ich kann nur einmal eine Attacke einsetzen, es blockiert sonst die anderen? Bist du des Wahnsinns? Was ist das für ein Vieh, ey? Popilion, jetzt versuchst du es mal. Oh nein. Ich muss leider wieder wechseln. Ich muss da jetzt strategisch vorgehen, weil ich habe keinen einzigen Heilungsgegenstand, ich habe nur einen Beleber. Ich habe höchstens eine Sinelbeere. Ich muss mich darauf verlassen, dass es wieder angreift. Ach ja, Verwirrung ist genauso schlimm. Gut, ich kann ja versuchen, mich dagegen durchzusetzen. Komm schon, greif an. Ja! Sehr schön. Das tut auch nicht weh. Kritischer Treffer, wow! Okay. Es hat wirklich sehr viel HP verloren. Das bedeutet nur eins. Ein Xenoball. Los! Come on, bleib drin, bleib drin. Yeah! Wir haben Sharpedo gefangen. Also, Tohaido. X.
Tohidal X, the Wreckage Pokémon. This Pokémon may have appeared long time ago, since very ancient sailors. Tales already told of a creature used to devour ships to make them its den. Boah, da bin ich froh, dass ich eine Pflanze, so heftig starken Pflanzen-Move habe. Das könnte ich doch als Teammitglied auch verwenden. Der Sharpedo vanished on the water. Ja, jetzt wo deren Anführer weg ist, da wollen die nichts mehr mit mir zu tun haben. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Oh! Das ist doch Taraxo. Alice, are you okay? What are you doing? It's such a gloomy place. Told Taraxo what happened. Ah, that explains the Lapras at the entrance. To be honest, I was expecting an axe Pokemon behind all this. So I came here to see this through, but it seems you already solved it. Sailors tell these Pokemon are used to assaulting ships to make them their dens. Do you say? Shouldn't be under the sea? Yes, I was on that ship too. If Alakazam didn't teleport all the crew in time, we would be feeding fishes now. Oh man, ja, das ist ein Simsala, den man sich rausteleportiert hat. Enough with the story, let's get out of here. Alakazam, teleport! Simsala. Here we are, we're safe now. Danke. Simsala, come back! You must be tired after the battle against that Tohidal. Let me heal a Pokémon, come on. Dankeschön, danke, vielen Dank, das ist super. Alice, welcome to my house in Polaris Town. I conduct all sorts of studies there, I hear, but I've got a certain fondness for technology. Do you know the storage system Porygon Centers, don't you? They're both my inventions. Oh, ist für diese, für das Lagerungssystem und für die Porygon Center verantwortlich. Ja, natürlich verlangt er dafür dann auch Geld für die Porygon Center, also. Ja, dadurch kann er sich das auch finanzieren. Alakazam's teleport has upset you, hasn't it? Feel free to take a stroll around here if it makes you feel better. I have some business to attend to, and I can't stay any longer. Make yourself at home. Bye-bye! Ja, lass du mich einfach hier. Catch this, come on! Und Transfer? Was? It's a Pokémon transfer, a little device I personally invented. You see, your Pokédex will thank you. However, without one of these, you'll do every little with that. True update? Hey, ist das... Nice catch! Try to use one of these updates on a Pokémon requiring trade to evolve. See the magic? I really have to get away with that little gadget. Ja, stimmt. Das bekommen wir erst jetzt, Swan? Also, das bekommen wir... Erst jetzt erklärt so richtig. Aber welches Pokémon kann ich damit jetzt entwickeln? Schauen wir uns mal das hier an. Device designed by Taraxo to make certain species of Pokémon to evolve without treats. Oh! Okay, das heißt also, ich kann... Ja, aber wie entwickelt es sich dann? In welchem Level up oder was? Oh, damit kann ich Porygon weiterentwickeln. Ja, aber noch habe ich kein Porygon. Und ich glaube, das findet man auch so schnell nicht. Okay, das funktioniert nicht. Wir sind also in Polaris Town, ha? Huh? Schau ihn an. Oh, da ist sogar eine... Das ist Pokémon Center. Oi, Alice, come here. It seems this kid is looking for help. He asked me, but as I told you, I'm a bit busy at the moment. Could you please take care of it? I know for sure you make a great job. Okay. Ich helfe gerne. You, Alice, aren't you? Mr. Taraxo said you would help me, is that right? I was having a snowball fight with my... Mikilo, the Zero Cave, when... Two bad guys took it away with force. Ugh, please, Alice, find my Kilo and bring it back safe and sound. Kilo, huh? So ein neues Pokémon sein. Natürlich helfe ich dir, aber vorher schaue ich mich jetzt in der Stadt ein bisschen um.
Up here nobody builds anything anymore. A construction site would be a dream. Oh, Grandpa, old age made him really groggy. Also senil, ne? Oder wie heißt das? Wie hieß das nochmal? Was? Boah. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Bezeichnung. Ältere Leute. Ach. Gehen wir erstmal mit den Jungen hier. Happy Green Deagle will come for me if I don't do my homework. Nope. I have my own methods to educate my son. Okay. Sie hat ihn die Flasen umgesetzt, damit er seine Hausaufgaben macht. Okay. Ist nicht schlecht. Also keine schlechte Methode. Ich habe meine Pokémon bereits geheilt, also brauche ich jetzt das Pokémon Center gerade nicht. Das ist cool. This cold is the best for tempering both the body and mind. It's freezing outside. I can't have your Pokémon. Ah ja, stimmt. Chapedo. Moment. What? Alter! Da haben wir Schattenklaue. Ey, geil! War weg mit Stauner und her mit Schattenklaue. Deutlich besserer Move. Nice one. Schauen wir mal, was denn Tohaido für Attacken hat. Jetzt habe ich zwar zwei Geist-Pokémon im Team, aber... What? Was hat denn das für eine heftige Attacke? Was ich noch lernen kann. Oh Mann, das ist... Die Attacke habe ich ja auch schon mal in Schwert und Schild verwendet. Ich weiß gerade nicht mehr den Namen dafür. Wow, es hat tatsächlich Kopfstoß oder wie hieß das? Auf jeden Fall diese heftige Gesteinsattacke, die zum Beispiel Bisofunk verwendet. Bist du des Wahnsinns? So, muss ich mal gucken. Es werden mir die Stats nicht angezeigt. Das hat auf jeden Fall... Ja, denn gegen Silberblick natürlich austauschen, ganz klar. Ich werde natürlich dann meine Pokémon noch ein bisschen austauschen, aber what the hell? Was für eine heftige Attacke, ey. Okay. Der Spezialangriff erhöht sich, aber physischer Angriff senkt ab. Ah, ist jetzt nicht wirklich unbedingt ein gutes Wesen, aber ja, was soll's. Außerdem, wenn es Surfer lernen sollte, dann ist es vielleicht ganz gut. Und überhaupt ist es ja wirklich in beiden Fällen recht stark. Hat nur in den Verteidigungswerten ist es besonders schwer. Und es ist auch recht schnell. Soll ich vielleicht anstelle von Phantom Force über diese andere Attacke lernen? Nee, lassen wir das jetzt mal. Oh, geiler Scheiß. Also... Ich lasse es wirklich erstmals im Team. Ich werde dann später noch für Tromborg einen Ersatz finden, früher oder später. Ein besseres Pflanzen-Pokémon. Jetzt habe ich auf jeden Fall ein Geister-Pokémon, also ein Wasser-Geist-Pokémon. Das ist doch mal nicht schlecht. Ich werde dann noch gucken, wie mein Team am Ende aussehen wird. Aber es wird auf jeden Fall wirklich, wie gesagt, nur aus neuen Pokémon bestehen. Wirklich, weil, wie gesagt, Tromborg bleibt jetzt nur temporär drin. Das wird bald ausgetauscht. Hier in Polaris Town, die Pokémon sind das the only one place. Ach ja, und wie steht es dann mit den, mit euren Behausungen? Sind die nicht warm, oder was? I wanted to evolve my Hikilo, but unfortunately never found an Ice Stone.
Ah, danke für den Tipp. Man braucht einen Eisstein, um ein Hikilo weiterzuentwickeln. Cold broke my laptop. Luckily there is Taraxo here. He's such a genius. Wow, es ist so kalt, dass selbst die manche Technologien erfrieren könnten. So, es wird Zeit für Tränke, aber sowas von. Ja, 12 Stück reichen. So, und vom. Soll ich mir noch ein paar Aufwecker kaufen? Da habe ich eh kaum welche noch. Jetzt müssen wir nur noch 6 kaufen. Vielleicht mache ich das auch, weil ich habe genug Pokebälle. Ich bräuchte jetzt eher Eisheiler in dieser Situation. Jetzt, wo wir in einer Eisstadt sind. Aber Hikilo braucht einen Eisstein, zu wissen. Polaris Town, a small village per head UI painted in a white. Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz, was das bedeutet. Hier kann man auch noch hinter. Hier kann man durch die Bäume, what the hell, und wo führt mich das hin? Das ist ein Snowboarder? Ach schade, ich dachte, ich würde hier was finden, wenn man da schon durch die Bäume hier durchrennen kann. Schade, schade. The town is really populated, but I understand not everyone likes the cold. Natürlich nicht. Was ist das hier? Zero Cave. Ah, hier muss ich rein dann, um den Hikilo vom Jungen zu helfen. Was ist mit dir? Bist du ein Trainer? By now, the bicycle is outdated since there's around a brand new Pokeboard. Okay, damit meint er das Fahrrad. What the? Oh! Rutschrätsel. Watch out, the frozen floor. Ah, kein Problem für mich. Es gibt wieder diese Rutschrätsel. Muss ich jetzt gucken, wie ich da jetzt vorgehen werde, um das Item hier zu schnappen. Eisheiler. Okay. Nicht gerade die beste Belohnung, aber... Ja, was soll's. So, jetzt muss ich aber gucken, wie ich wieder zurückkomme. Das wird jetzt schwieriger, als das Item zu bekommen, oder was? Oh, ich konnte einen Schritt machen, ohne weiter zu rutschen? Hell? So, die Stadt ist größer, als sie aussieht. Und was haben wir hier? Watch out, the bridge is frozen slippery. Okay, auch das noch. Es soll wirklich extremst kalt hier sein. Und, oh. Da benötige ich anscheinend Stärke. When I was young, I was a pro Ice-Type Pokémon Trainer, you know? Hm. Oh, da ist noch jemand. Jules, ist das nicht der... Nein, das ist bestimmt nicht der Typ, der mir diese Pokémon-Bauten vorgestellt hat. In these pictures, Grandmas fights alongside this man. I wonder who he is. Ist das eine Anspielung? Ich sagen. Noch mehr Eisrätsel. Ey, mitten in der Stadt. Oh, eine Pokémon-Rangerin. While I was doing my daily run, I found this berry. Pick it up. Danke. Mann. Sieht aber wirklich schick aus hier, muss ich sagen. Und da ist ein Forscher. Oder nein, ein Ruinen-Maniac. I turned the Zero Cave inside out, but I only got this bad call. I'd better look for ancient treasures in Forbell Town. Gesundheit. No steal on report. Ja, 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 natürlich, natürlich. Das wissen wir schon. Das kennen wir schon bereits. Yay, I have the day bedroom for me finally. Wow. Schon was Großes aus hier. I can't believe soon for college. I'm gonna miss him so much. Ach, deswegen. Ah, das kann ich gerade brauchen. Schönes Kaminfeuer. Rudeluff. Ein Backpacker ist es. My adventure at Neutron City's campus is starting soon. Ja, dann viel Spaß, möchte ich sagen. Ja, sonst nicht? Oh! Ah, ein Flottball! Nice! Na, immerhin. Okay. So, dann machen wir noch die schnell diese Eisrätsel hier. Das ist wirklich einfach. Noch ein Eisheiler? Ey. Okay, ich habe ja gesagt, dass ich mehr Eisheiler in dieser Situation brauchen könnte, aber so wird das nicht gemeint, dass ich jetzt ständig damit zugespammt werde. Hä? Was ist das? Eis? Gem? Warte mal, es ist ein... Oh, so ein
Eisjuwel. Es kann einmal den... Moment, ist das hier eine TM? Ja, da muss ich den verdammten Felsen dafür aus dem Weg räumen. Aber das kann ich aktuell noch nicht. Dafür bräuchte ich erstmal spezielles Pokémon. Ja, aber gut, was ich sagen wollte. Ja, diese Juwelen sorgen dafür, dass sie bei einem bestimmten... dass sie nur ein einziges Mal den Typ... denselben Typen, den... Also, dass sie nur ein einziges Mal jeweils einen Typ einer Attacke verstärkt. Je nachdem, was für ein Juwel das auch ist. Wie zum Beispiel, das Eisjuwel verstärkt ein einziges Mal eine Eisattacke. So ist es. Aber nur eine, die angreift. Also auch Schaden zufügt. Zero Cave. Gut, jetzt gibt's hier Eis-Pokémon. Das ist Reindeer? Und es gibt wieder einen anderen Soundtrack. Also, die passen sich an die Situation an. Ey, das ist so cool. So, Eis-Pokémon, ha? Huh? Das fangen wir uns natürlich. Das ist ein brandneues wieder. Das ist Eispflanze oder Eisfee? Eisfee ist es! Oh, shit. Boah, da habe ich jetzt nicht wirklich etwas, was gut ist. Abgesehen von Tryshout. Der ist gegen vielen Pokémon gut mit seinen Soundtypen. Darf es auch nicht übertreiben. Tackle! Nein, nicht Glut! Achso, dachte ich hätte Glut ausgewählt. Sorry, ich mich da total verguckt. So, das fangen wir uns jetzt. Pokéball, los! Reindeer. Nein, ist es nur Feen-Pokémon? Reindeer, the tag Pokémon. It judges the behavior of other Pokémon, then marks them with tags. It rewards with a gift those who have been nice. Das erinnert mich an einen der Weihnachtselfen. Ja, nur ein reines Feen-Pokémon. Ich glaube nicht. Nein, danke. Aber wir haben schon mal, wir behalten uns das mal im Hinterkopf. Dass wir schon mal eins gefangen haben hier. Ein brandneues Pokémon mal wieder. So, ich bräuchte aber wirklich etwas Interessanteres, wie zum Beispiel, wenn es hier auch eins gibt. Nee, ein weiteres Reindeer. Keine Lust. Dieses Mal aber. Mach dich fertig! Bam! Oh, nice one. Jetzt brauche ich aber wirklich mal ein anderes Pokémon. Ich möchte nur gucken, bevor ich den Part beende, ob ich da noch ein anderes Pokémon finden kann. Sneebel! Oh Mann. Haha, wollte das Kratzer einsetzen. Lass gut sein. Oh, hast du überlebt? Nicht schlecht. Tackle. Ah. Ich werde sowieso die ganze Zeit angegriffen. Nice, die EP. Oh. Jetzt will ich schon, Kung-Fu-Strahl lernen. Ja, tu mal Tackle dafür raus. Oh, eine Flinkklaue. Interessant. Das ist für langsame Pokémon ab und zu wirklich ziemlich gut. Oh nein. Das ist ein Pokémon, der... Siebenchen? Ich glaube, ja. Das lassen wir auch mal sein. Oder nein, ist das von der fünften? Das war von der fünften. Ich hoffe, ich habe sie richtig. Ansonsten, in den Kommentaren mich ausbessern. Aber bitte freundlich dabei sein. Seemobs! Oh mein Gott, nein! Würde ich auch so gerne, aber nein, 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 geht nicht. Neue Pokémon nur erlaubt. Ach, schade, dass die so in der Minderheit sein müssen. Komm schon, taucht doch mal was Neues hier auf. Ach. Okay, es gibt anscheinend nur diese Art von Pokémon. Hör auf, lass gut sein.
Schattenklaue. Und weg. Okay, ein paar, zwei maximal nur noch und dann lassen wir es gut sein. Oh, das sieht doch schon wieder interessant aus. Das hatten wir auch noch nicht. Ja, wenn ich schon... Hey, ich habe einen Flottball. Einen Flottball. Den soll ich doch gleich verwenden. Wirkt am besten, wenn man ihn sofort in der ersten Runde einsetzt. Hehe. Nice one. Ein Typ. Oh, Stahl und Gift. Lingrim, the Toxic Claw Pokémon. It is a real minus nightmare. A single touch of its metal claws and you will be badly intoxicated. Oh Mann. Oh. Was? Ich darf nicht austauschen? Ey, das ist aber jetzt wirklich nicht. Das ist aber jetzt wirklich nicht gut gemacht, weil da konnte man wenigstens noch auswählen, welches Pokémon man zuvor in den zum PC. Also da konnte man auswählen, welches Pokémon man stattdessen in den PC sendet. Das finde ich nicht gut gemacht. Das finde ich schade. Gut. Naja, gut, dann, liebe Leute, im nächsten Part, dann werden wir hier mal alles... Oh! Ich habe tatsächlich jetzt einen Knopf gefunden, mit dem das geht. Ja, stimmt. Kann man wirklich bestimmte Pokémon bekommen? Escape? Kann ich das... Kann ich diese... Das ist also ein Mystery, also ein Geheimgeschenk kann ich auch bekommen. Aber dazu muss man einen Code eingeben und die Codes findet man vor, wenn man bei der, wenn man den Launcher aktiviert von dem Spiel. Aber ja. Leider Gottes sind es nicht wirklich Pokémon, die mich jetzt persönlich so wirklich stark interessieren. Na gut, aber jetzt, liebe Leute, wird es Zeit, dass ich den Part mal wieder beende. Und den nächsten Part werden wir die Höhle jetzt genauer erkunden. Und wie immer gilt, wenn es dir gefallen wusste, dies zu bestätigen mit einem Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Und dann sind wir da beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Fake It hinein. Bis nächsten Part von Let's Play Pokémon Xenoverse. Also auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leute.